Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich bin ja nicht das erste Mal hier, trotzdem nochmal herzlich willkommen, so kalt war es noch nie. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Rainer Braun. Ich bin einer der Sprecher der Kooperation für den Frieden und ich bin hier, ist nicht so schwer zu erraten, wegen des Friedenswinters 2014. Friedenswinter 2014, jeder, der in den letzten Tagen in bestimmte Zeitungen geguckt haben, konnte ja das Grauseln und Gruseln kriegen, was für ein schrecklicher Friedenswinter das ist, was da irgendwelche Menschen mehr oder weniger rechts oder noch schlimmer da gemeinsam anstellen. Von daher möchte ich heute gerne mal was zum Friedenswinter sagen und auch, warum diese gesellschaftliche Debatte gerade stattfindet. Erst einmal, wir wollen am 13. Dezember zu Herrn Gaub gehen. Und zwar mit euch allen und jeder von euch muss noch 10 mitbringen, damit wir wirklich viele sind. Wir gehen, wenn die Sonne scheint, wenn es schneit oder wenn es regnet. Weil für den Frieden ist uns kein Weg zu weit. Und wir gehen deshalb zu Herrn Gauck, weil Herr Gauck in dieser Republik zurzeit gemeinsam mit Frau von der Leyen, Herrn Steinmeier eine ganz besondere Aufgabe sich gestellt hat. Nämlich den Friedenswillen der deutschen Bevölkerung zu brechen und die deutsche Bevölkerung geistig kriegsreif zu schießen. Und dieses wollen wir verhindern, indem wir vor der Präsidialamt für den Frieden und gegen den Krieg demonstrieren. Wir wollen deutlich machen, diese deutsche Bevölkerung hat aus zwei Weltkriegen Lehren gezogen und will den Frieden. Und wir wollen nicht, dass ein weiteres Geschäft auf der Friedrichstraße aufmacht und für die Bundeswehr wirbt. Und wir wollen nicht, dass der Bundespräsident überall rumreist und sagt, wir müssen im Zweifelsfall auch schießen, wenn es nicht mehr anders geht. Schießen ist niemals eine Lösung. Krieg ist ein Verbrechen und keine Politik. Deswegen gehen wir zu Herrn Gauck. Und wir wollen auch endlich, dass er aufhört, von deutschen Großmachtträumen zu reden. Wenn Deutschland Verantwortung übernimmt, dann soll es die Verantwortung für die Flüchtlinge übernehmen. Dann soll es Verantwortung für die übernehmen, die im Mittelmeer ersaufen. Dann soll es Verantwortung für die übernehmen, die millionenfach an Hunger sterben und deren Kinder nicht zur Schule gehen können. Da haben wir genug Verantwortung, wenn wir diese mal wahrnehmen würden und dafür die Bundeswehr abrüsten und abschaffen würden und das Geld für diese Menschen zur Verfügung stellen würden. Das wäre Hilfe, das wäre Verantwortung. Schluss mit diesem Kriegsgeschwätz. Deswegen demonstrieren wir am 13. Dezember. Bravo! Und jetzt sind wir mit einmal mit unserer Demonstration in die gesellschaftliche Debatte gekommen. Wer die Taz liest, wer andere Zeitungen liest, wer gestern gehört hat, was Herr Lederer, Vorsitzender der Linken hier in Berlin, von sich gegeben hat, der könnte sich ja fragen, warum hetzen die denn so gegen uns? Und es tut ja auch ein bisschen weh, wenn man beschimpft wird und so angegangen wird. Aber hinter dieser Hetze ist Logik. Und hinter dieser Hetze stehen Interessen. War es nicht die Taz, die Jugoslawien mitschießen wollte und mitgeschossen hast? War es nicht die Taz, die in Afghanistan mit einmarschiert ist und den Krieg beschrien hat? Diese Zeitung vertritt andere Interessen als Friedensinteressen. Und deswegen muss sie gegen die, die für den Frieden eintreten, auch schimpfen und hetzen. Das ist doch in ihrem Interesse logisch. Und in unserem Interesse müssen wir dagegen auf die Straße gehen. Und Herr Lederer, der Aufrufe mit einer Stiftung des Außenministeriums unterschreibt, in der die Intervention dort fortgesetzt werden soll, wo deutsche Interessen in Häkchen gefährdet sind. Ein Mensch, der sich einsetzt dafür, dass Waffen überall in diese Welt exportiert werden und wir dabei sind, dass der gegen uns schimpft.
auch wenn er tausendmal einer Partei angehört, die sich immer noch die Linke nennt und angeblich eine pazifistische Partei ist, was viele in ihr auch sind, aber Herr Lederer eben nicht. Und weil er diesen Kurs der Linken brechen will und diese Linke zur gleichen Kriegspartei machen will, zu der die Grünen verkommen sind, deswegen hetzt er gegen uns, um bei sich, bei den Linken und in der Öffentlichkeit eine andere Politik durchzusetzen. Von da ist es logisch, was Herr Lederer macht, schimpfen auf uns, um eine andere Politik in diesem Lande mehrheitsfähig zu machen. Deswegen sind wir gefordert, auf der Straße gegen diese Politik und auch gegen Herrn Lederer zu demonstrieren. Herr Lederer, Sie gehören nicht in die Linke. Sie gehören dahin, wo alle anderen Parteien dieses Deutschen Bundestages Krieg führen. Seien Sie nur so konsequent und ehrlich und vollziehen Sie auch diesen Krieg. Wir stehen für Frieden und wir lassen uns davon auch nicht abbringen. Auch durch dieses Geschimpfe und durch diese Hetze nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich die Chance nutzen, hier vor dem Brandenburger Tor mich an zwei Menschengruppen zu wenden. Ich möchte mich als erstes an alle die wenden, die den Mahnwachen kritisch gegenüberstehen. Und möchte sie auffordern und auch bitten, die Kritik an den Mahnwachen, die man ja haben kann, die Bedenken, die es gegen Menschen und Personen gibt, um einer einzigen Sache willen zurückzustehen, um des Friedens willen. Wenn wir den Frieden in diesem Lande wieder erkämpfen wollen, wenn wir 17 Militäreinsätze beenden wollen, die wir zurzeit führen, wenn wir verhindern wollen, dass noch mehr aufgerüstet wird, dann müssen wir alle gemeinsam über alle Grenzen hinweg demonstrieren für den Frieden. Dann müssen wir miteinander reden, auch miteinander streiten, aber zu allen Dingen gemeinsam für den Frieden eintreten. Dieses ist meine Bitte und meine Aufforderung an alle, die den Mahnwachen kritisch gegenüberstehen. Und meine zweite Bitte ist an alle, die immer noch zu den Mahnwachen kommen und die mit den Mahnwachen sympathisieren. Bitte lasst uns diesen 13.12. zu einem großen Tag der Aktion für den Frieden machen, wo traditionelle Friedensbewegung und Mahnwachen, wo alt und jung unterschiedlicher geistiger Haltungen gemeinsam für den Frieden demonstrieren. Und bringt alles mit und alle mit, die ihr könnt, damit der 13.12. ein unüberhörbares Signal für den Frieden wird. Der Frieden hat es verdient, die Menschen in diesem Lande haben es verdient. Lasst uns am 13.12. gegen die Kriege dieser Welt demonstrieren. Zeigen wir Herrn Gauck die rote Karte. Machen wir deutlich, wir sind viele, die für den Frieden eintreten und wir werden noch mehr werden, wenn der Frühling kommt und wieder das schöne Wetter. Aber der Winter wird uns niemals abhalten davon, für den Frieden einzutreten. Gebt dem Frieden eine Chance, macht den 13.12. zu einer großen Demonstration, kommt und bringt viele mit. Herzlichen Dank. Ich muss mich entschuldigen dafür, das kommt davon, wenn man vom Zettel nicht abliest. Wann und wo? 13.12. 13 Uhr Washingtonplatz mit Auftaktkundgebung. Dann Marsch so nah wie möglich zum Bundespräsidialamt, einmal quer durch Moabit und dort gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr Schlusskundgebung. Und ich verrate noch nicht alle Redner, aber ich verrate schon mal, dass der Eugen Drewermann, dieser mutige Katholik, der dafür von der Kirche so verfolgt worden ist, dort zu uns sprechen wird und dass der Kollege Krönert die nachmachen wird, die er am allermeisten liebt. Also es wird auch Kultur geben. Beginn 13 Uhr vorm Hauptbahnhof, Schluss vorm Bundespräsidialamt. Kommt möglichst zahlreich.